Das sind meine drei liebsten Tactical Pants. Und wenn du wissen willst, was die sind und was die können und ob das was für dich ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Das sind sie, meine drei liebsten Tactical Pants. Und bevor ich dir jetzt die vorstelle, und zwar von CRKT, von Rainer Rossmann und von Gerber, dann mag ich noch etwas dazu sagen. Wozu ist dieses Teil hier eigentlich da? Ich meine, einerseits ist das hier zum Beispiel, ich nehme jetzt hier gleich einmal das Gerber, ich habe einen Kuli, ja, ganz klar. Ich habe einen Kuli und ich habe ein stabiles Teil, das zum Beispiel hier an dieser Stelle einen Glasbrecher mit eingebaut hat. Das heißt, ich kann das auch als Notfalltool verwenden. Oder wenn es denn sein muss und irgendjemand der Meinung ist, unangenehm gegen mich aufzutreten, dann kann man das als Druckverstärker und als, einfach einmal sozusagen, ich lasse mir nicht alles gefallen, ja? So, einsetzen, in welchem Zusammenhang auch immer. Und das ist die Idee dahinter. Bei den Tactical Pants, bei den zwei Tactical Pants, die ich hier habe, also von CRKT und von unserem Gerber, habe ich jeweils einen Schreibstift mit dabei. Und beim Rainer Rossmann Tool, ja, das ist eigentlich kein Pen, weil wenn ich das aufschraube, dann kann ich nicht schreiben, sondern dann habe ich einen Feuerstahl drinnen. Ich komme dann auch gleich dazu. Diese Dinge sollen eine gewisse Multifunktionalität mitbringen. Es gibt auch welche, die eine Taschenlampe eingebaut haben und viele andere Funktionen. Und wenn dir das interessiert, schreib mir unten einen Kommentar, weil dann mache ich wirklich einmal ein langes Video, so wie ich das von Leatherman gemacht habe, oben am i klicken, wo ich alle Leathermans vorstelle, die ich habe. Ich kann auch ein Video machen, es dauert sicher eine halbe Stunde mit allen Tactical Pants, die ich habe, aber das sind halt meine Liebsten. Beim CRKT habe ich auch hier, da habe ich nicht so eine aggressive Spitze, so wie beim Gerber, sondern das ist etwas flacher. Das heißt, trotz alledem, ich kann noch immer hier dementsprechend Druck ausüben, so oder so, also in Kubotan-Funktionalität. Was der aber dabei hat, ist auf der Rückseite, wo ich ja beim Gerber nichts anderes habe als den Druckknopf, hier so ein kleines, ja. Die Idee ist, dass man hier auch noch einmal ein bisschen Aua machen kann. Oh, meine Diva-Hände haben sich gerade wehgetan. Das war anfangs aber so scharf, dass ich es mit der Feile abarbeiten habe müssen, weil es ganz einfach unangenehm war. Jetzt ist es noch immer unangenehm, aber nicht so unangenehm für mich als Nutzer. Beide haben einen Clip. Das heißt, zum Beispiel in die Hemdtasche mit einzugeben oder auch hier, die habe ich schon einmal vorgestellt, das ist die Helikontex Gewichter, das I, die hat in dieser Tasche dann noch einmal eine Organisationstasche, da kann man die gut reinstecken und da halten die auch, damit ich sie immer an dem Platz habe, wo ich sie haben will, weil wenn ich die Kreditkarten abrechnen und unterschreiben muss, dann will ich ja nicht herumkramen, sondern möchte sie an der Stelle haben, blitzschnell und so ganz explosiv. Nein, ich glaube, du weißt schon, was ich damit meine. Nein, muss immer am selben Platz sein und das geht sehr, sehr gut. Das ist einmal so Tactical Pen sozusagen, ein Pen. Aber das ist eigentlich keine Tactical Pen, nämlich mein Teil, das habe ich auch schon einmal vorgestellt, sondern das soll auch Multifunktionalität haben, sondern da geht es im Endeffekt darum, dass ich für Natur, ja, Pfeiferl, Feuerstahl und einen Mini-Schaber, also das ist jetzt kein richtiges Messer, sondern das ist im Endeffekt ein Schaber, ja, damit ich den Feuerstahl bedienen kann und den Zunder aufbereiten kann. Also das ist nicht in diese Richtung, es ist ein richtiges Multitool und hat halt hier auch einen kleinen, entweder einen Druckverstärker oder einen Glasbrecher. Ja? Und das ist so mein Ding. Was es nicht hat, ist, es hat keinen Clip. Ja? Das ist der Nachteil, muss ich einfach so sagen. Denn die Clips haben natürlich den großen Vorteil, dass ich es organisiert da halten kann. Das geht hier bei dem leider nicht so einfach. Dadurch ist auch der Zugriff teilweise jetzt, wenn ich das jetzt wirklich vergleiche, ich weiß, dass ich das selbst sozusagen, dass ich jetzt gegen mein Produkt rede, aber das ist gar nicht der Punkt, weil es hat auch so seine Vorteile. Wenn ich jetzt zum Beispiel von der Carinthia Defense, nicht Carinthia Defense 4, sondern von der MiG 4.0, da habe ich jetzt hier zum Beispiel da den Clip, wo ich das reinschieben kann, also innen, da mache ich den Zip auf und dann ist da eine kleine Tasche und da passt das auch rein und das ist in so Schlaufen und da kann ich das reingeben. Das hier hält durch den dazugehörigen Clip. Das schlankelt herum. Das heißt, das muss ich irgendwie anders fassen. Und da habe ich auch, und das muss man auch dazu sagen, beim CRKT auch ganz klar den Vorteil, dass ich hier eben mit diesem Clip, den ich auch so einsetzen kann, dass nur dieser kleine Huppel hier oben raussteht. Da beim Gerber steht es ein bisschen höher raus. Das ist halt Ansichtssache und wie man es tragen will. Ich glaube, du siehst das eh. Habe ich einfach vom Verwahren her die bessere Möglichkeit. Was ich beim CRKT extrem gut finde, ist, dass ich hier hinten draufschrauben kann. Das heißt, ich kann diese Hülse, diese Kappe nicht verlieren. Beim Schreiben ist es dann aber auch etwas
zurücklastig. Dieses Teil ist auch recht leicht. Also wenn du sagst, Gewicht spielt eine Rolle und du möchtest schreiben können, dann ist dieses CRKT sicher die bessere Lösung als der Gerber, weil der, da hast du wirklich was in der Hand. Ich gebe dir den Link einerseits einmal in meinen Shop, logischerweise zu dem Teil hier. Ich gebe dir den Link auf Amazon und das habe ich von Knives and Tools. Konkurrenz von mir? Nein, Mitbewerb ganz einfach. Gebe ich da auch den Link und dort habe ich das her und kann ich, wie gesagt, 100%ig empfehlen. Es ist schon ein bisschen abgeschlagen, aber das gibt dem Ganzen ein bisschen einen Charakter. So ist das ganz einfach. Das gibt es in Schwarz natürlich auch. Ich habe es in Orange eigentlich lieber, weil Survival Orange, das ist eher keine Pen, die ich mitnehme zum Schreiben, weil das wird sowieso nicht gehen, außer ins Holz könnte ich was reinritzen, sondern das ist halt so ein Multitool, das alles ein bisschen kann und wo ich ein bisschen helfen kann. Ne? Ja, das geht alles ganz, ganz gut. Und die Pfeife auch dazu für den Outdoor-Bereich und das ist halt dann noch einmal, ja, wenn ich auch unbedingt schreiben will. Das sind so meine Tactical Pens, wobei das nicht ganz ein Pen ist, die ich, eins von den drei habe ich immer mit. Das war es jetzt an meiner Stelle. Ich mag dir mal einen Kommentar bitten, erstens, ob du meine gesamte Tactical und Kubotan-Sammlung sehen willst, aber da musst du zwei Kaffee oder Tee oder Wasser mitnehmen, weil das wird sehr lang dauern. Ich habe extrem viele. Würde mich irrsinnig interessieren. Hast du eins von diesen drei? Schreib mal unten einen Kommentar. Billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link natürlich auf all die Teile. Abo dalassen, da geht es in meinen Shop. Daumen nach oben oder nach unten. Aber andere Videos. Es hat mich gefreut, dein Rainer Rossmann und immer eine Tactical-Pen mithaben. Ich zumindest. Ciao, ciao.